Also erstmal in der Smart City fragen wir uns natürlich, warum wollen wir überhaupt smart sein? Ja? Und natürlich wollen wir smart sein für uns selbst, also für den Bürger. Und das heißt, alles, was wir machen, ist eigentlich für die Lebensqualität, für unsere Stadt. Ja? Und deswegen einfach dieses ins Boot holen sollte, wir sind eh schon alle in dem Boot. Ja? Die Möglichkeit, alle mit einzubeziehen und gemeinsam zu leben und gemeinsam gute Ideen zu haben und unsere Stadt vielleicht auch zu verwalten, besteht darin, dass wir Systeme entwickeln, die ermöglichen, dass alle, wenn sie Lust haben, sich an Ideenfindung, an Politikumsetzung beteiligen. Das heißt, ich mache vielleicht eine offene Plattform, wo alle Ideen bringen können. Ich schaue vielleicht, hey, über was diskutieren die Leute auf Facebook? Oder ich mache eine Bürgersprechstunde und ich verbinde all diese Maßnahmen im Nervensystem meiner Stadt. Ja, die Stadt, wir haben gerade darüber gesprochen, darf keine Angst haben. Ja? Es kann mal was schieflaufen, es kann mal ein Ergebnis rausfinden, was einige blöd finden. Es kann Streit geben, ja? Es kann sein, dass da irgendwie nachts Ideen kommen, die ich nicht sofort bearbeiten kann. So. Es kann sein, dass nicht ganz klar ist, wer sich jetzt drum kümmern muss. Also es ist so die Kulturfrage. Und dann ganz wichtig, was man oft vergisst, sind die Prozesse im Hintergrund. Ja? Wer bearbeitet was? Wie ist das hinter meinetwegen einem Online-Auftritt oder hinter einer Beteiligung gestaltet, sodass da Dokumente direkt ein- und ausgelesen werden können, dass Vorschläge direkt weitergereicht werden, damit nicht Verwaltungsmitarbeiter irgendwie dreimal die gleiche Arbeit machen müssen. Ja. Das heißt, es ist Kultur, Prozesse und zwar Prozesse auf beiden Seiten total wichtig, ja, damit das in den Abläufen funktioniert und offen muss sofort mitgedacht werden. Ja? Wenn wir es erst versuchen, nachträglich zu machen, wird es sehr kompliziert. Das heißt, der Wille, der Wunsch, offen und partizipativ direkt von Anfang an zu sein, ist ein Schlüsselelement. Also das Thema Smart City, wenn man sich das anschaut, oder den Begriff gibt es seit 1994. Ja? Und direkt von Anfang an wurde auch immer über Bürgerorientierung und Partizipation geredet. Das wird aber nicht gemacht. Und solche Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Smart Cities Week, auf der dann wirklich mal Leute, die darüber forschen, die vielleicht aus der Politikwissenschaft kommen, die aber auch Architekten sind oder Städteplaner, dass die mal zusammenkommen und sagen, hey, wie machen wir es jetzt konkret? Was sind die Projekte? Was haben wir umgesetzt? Ja? Und auch mal sagen, Moment, aber aus unserer Perspektive müssen wir das bedenken. Oder wenn wir hier Smart Grids denken, dann können wir das dem Bürger so nahe bringen. Das ist total wichtig, damit wir nicht auf der theoretischen Ebene bleiben, sondern damit wir alle voneinander lernen, wie machen wir das. Ja? Man kann in der Stadt nicht Einzelaspekte betrachten. Alles, was ich mache, geht in ganz viele andere Bereiche. Wenn ich meinen Personennahverkehr plane, beeinflusst das irgendwie mein Straßensystem und die Fahrradfahrer, aber ich muss vielleicht auch an Schulen denken und Schulbusse und an Jugendliche, die abends ausgehen wollen und an Accessibility, und das heißt, ich muss die Experten aus all diesen Bereichen irgendwie zusammenbringen, und genau das leisten so Veranstaltungen.